Halt. Wow, was war das? Blitze sind also das Mittel gegen diese Mistdinger. Wo ist meine Hexe? Ich will die Hexe zurück. Sein. Scheint eine zu sein. Sprengkristalle. Sie können die Herzhindernisse des Weltenbaums zerstören, indem sie Sprengkristalle mittels elektrischer Energie kombinieren. Ist das sein Harz? Kristallisiert. Das Berg macht in sich. Mehr davon. Viel mehr davon. Wahnsinn, dass wir gegen einen Drachen gekämpft haben. Ich habe auf seine Augen gezielt, aber ich bin gestolpert. Glaubst du, das ist ihr Zuhause? Kamen sie her, als die Riesen fort waren? Oder zogen die Riesen wegen ihnen fort? Junge, die Luft hier wird ziemlich dünn. Keine Fragen mehr. Atme. Oh, ja. Ist das da oben schon der Gipfel des Berges, der durchscheint? Mir scheint so. Pun not intended. Hörst du das? Da schreit irgendjemand. Als wir das letzte Mal jemanden verfolgt haben, der sich so angehört hat, sind wir mitten in so eine verdammte Wiedergängerin reingestoßen. Also vergiss es, Junge. Wir sind draußen. Halt, Junge. Es ist Sindri. Kannst du so etwas töten? Nur wenn wir ihn überraschen können. Ich kann ihn ablenken. Was machst du? Wir müssen ihm helfen. Nach rechts. Finde eine Stelle. Warte auf mein Zeichen. Danke. Nach rechts, ja? Nicht so wie Gamora rechts? Oh, er hat schon meine Sprache ab. Verdammt. Hallo! Mach mal schön den Mund auf! So, ein schwerer Hieb! Und ein paar leichte! Wir haben übrigens ein Problem, wenn er anfängt zu zauen. Scheiße. Ist der gerade auf mich raufgefallen, der Penner? Okay, haben wir noch ein Boot? Da sind Bäume.
Okay, er muss wieder anfangen zu blitzen, damit hier irgendwas passiert. Okay, ich soll L drücken, um die Stampfwellen zu blockieren, verstehe. Verstehe, okay, komm her. Komm in die Richtung. Erwischt. Hoffe ja. Okay, so viel dazu. Oh. Mein Daumen ist gerade ein bisschen angeküsst von diesem ewigen Hin- und Hergerenne. Ich habe jetzt schon keinen Bock, weil dieser Kampf einfach viel zu lange geht. Scheiße. Bitte was anderes machen, das ist auf Dauer ein bisschen ätzend, Alter. Nicht gut. Geht es dir gut? Ja. Ich habe eine Idee. Mach dich bereit, auf mein Zeichen den Kran herabzulassen. Das ist mir egal. Sei bereit. Muss der genau diesen scheiß Energiedingern stecken? Alter, wie ätzend!
Ey, was bringt mir das bitte, wenn der Wichser genau über diesen Dingern steckt? Schon! Aber seit Jahrhunderten hat niemand mehr einen Drachen getötet. Nicht seit der Keulung der Lindwürmer. Und ihr habt ihn getötet, und zwar für mich. Du irrst dich. Der Drache kam uns in die Quere, mehr nicht. Streit es ruhig ab, aber ich bin gerettet. Und das verdient eine Belohnung. Aber jetzt kostet dein Job nichts mehr? Ach. Was ist das? Geflochtene Mistelpfeile, gerade als Heimdall, perfekt austariert. Oh... Danke. Oh, naja, warte. Ist es nicht... habt ihr meinen Bruder gesehen? Ja, er sagt, du hast kein Talent. Oh, und dass ich schrullig bin? Nein, bestimmt. Dass ich das Aussehen einer Waffe? Nein, den Zweck vorziehe. Dass ich hochnäsig bin? Nein. Und verklemmt? Kleinlich. Ich weiß, was er denkt, aber er kann mir nicht mehr... Verbrenn das. Ich habe keine Zeit für sowas. Nein, nein, warte. Ich habe eine bessere Idee. Was? Ich brauche einen Zahn von dem Drachen. Nimm dir. Toll, Drachentöter. Können wir mal kurz appreciaten, was wir gerade gemacht haben? Das ist, Tiga! Fass ihn nicht genau. Oh, egal. So unrein. So schrecklich unrein. Oh, wie das stinkt. Perfekt. Das sollte reichen. Oh. Ich glaube, der Weg zurück ist gerade ein bisschen versperrt. Hallo? Echo? Ich sehe gerade, ich hätte sogar noch so einen Runenstein dabei gehabt, aber... Ich glaube, der hätte nicht gegolten, weil Atreus gerade mit anderen Sachen beschäftigt war. Ja, den fasse ich nicht an. Halt ihn hoch. So, jetzt fahr damit die Sehne des Bogens entlang. Tu's einfach. Atreus, deinen Bogen. Zweimal sollte reichen. Ah, schön sachte. Schockpfeile. Sie haben Schockpfeile erhalten. Schießen Sie damit auf Sprengkristalle, um in der Nähe befindliche Harzhindernisse des Weltenbaums zu zerstören. Danke. Yay. Und wie kann ich zu den anderen wechseln? Oh,
Oh klar, jetzt seid ihr beeindruckt. Wie erkläre ich das? Ich habe das Schwingungsmuster... Oh, du hast es schon selbst rausgefunden. Na dann, vergiss es. Ist ja nicht so, als wollte ich gerade die komplexe Kunstfertigkeit meines Berufs erklären. Nein, nicht doch. Solange es dir hilft. Ja. Dann lasst uns anfangen. Alter, ich bin gerade ein bisschen durch. Brustrüstung, ja, was, nein. Nein. Wenn, dann fehlt mir noch einmal Svata, Fallstabball. Und dann sehen wir weiter. Oh, aber das könnte ich machen. Will ich das machen? Weiß ich nicht. Habe ich die gerade überhaupt ausgerüstet? Sieht nicht so aus, oder? Nee. Das hier kann ich aber ausbauen. Das habe ich sogar an. Puff. Wenn ich das so sagen darf. Ja, ja, total. So, Ja, junger Freund? Was darf's denn sein? Wieso ist das alles so sauteuer? Auferstehungssteine, habe ich da schon. Überragender? Aha. Gibt's also auch in besser, gut zu wissen. So, verkaufen. Zubehör, Artefakte. Kriegsbeute. Worin hast du die überhaupt getragen? Und vergiss nicht, zu atmen. Ja, das ist doch was. Gerade mal die Schnauze voll davon, dass hier nie was gemacht werden kann. So, Klauenköcher. Nee, vergiss es nicht gleich nochmal. Ah, sieh mal eine an. Dafür fehlt uns jetzt natürlich der feste Stahl. Hm? Klar. Was brauchst du noch? Mehr Geld. Was war denn da noch? Wo hast du das denn gelernt, Sindri? Tja, nachdem Brock und ich getrennte Wege gingen, unternahm ich Studien in Vanaheim. Das hat mein Bewusstsein erweitert. Ab und zu brauche ich neue Inspiration für kreative, neue Wege. Das war mit ein Grund für unsere Trennung. Brock ist so festgefahren. Unsere Arbeit hat sich nicht weiterentwickelt. Wir sind zwar meisterhafte Waffenschmiede, aber sonst? Veränderungen sind Teil des Lebens. Wer sich nicht anpasst und verbessert, bleibt im Staub zurück. Und das ist dreckig. Alles klar, bis nächstes Mal. Bevor ihr geht, nehmt euch vor allem am Gipfel in Acht. Ich bin sicher, dass Odin da oben etwas beschützt. Und ihr wollt euch nicht bei ihm unbeliebt machen. Wir doch nicht. Nein. Wie sieht denn das aus, Arti? Machst du jetzt auch Blitzwölfe? Wo bist denn du schon wieder? Arti. Jupp, sogar Blitzwölfe. Wechselt jetzt eindeutig schneller, beziehungsweise lädt schneller auf, seit ich den Kram installiert habe. Hätte ich vielleicht mal früher machen sollen. Gut, aber bevor ich jetzt da weitergehe, das ist jetzt schon wieder eine 3-Stunden-Aufnahme und das heißt 2:30 Uhr nachts, ich werde hier einfach mal speichern. Und mich beim nächsten Mal informieren. Ja, hier sieht ganz gut aus.
Alter Falter, was haben wir hier noch? Fähigkeiten. Ah ja, Artie hat jetzt neue... Scheiße. Was hat denn der hier? Schockschaden. Ja, komm. Den machen wir gleich ein bisschen mehr. Ja, verringert... was haben wir hier? Schockschaden kann jetzt zwischen mehreren Gegnern verkettet werden. Größere Eisexplosionen. Deutlich mehr Schockschaden. Ups. Und schon wieder out of alles. Was ist das hier? Erhöht Fallschaden durch im Nahkampf deutlich. Verdammt. Feuerrate erhöht. Scheiße. Ich brauche mehr XP. Schon wieder. Immer noch. Wo sind wir jetzt eigentlich? Gute Idee, da mal nachzugucken. Also, wir sind mal eben so einfach auf den Berg rauf. Klar, warum nicht? Warum nicht? Aber hier hinten gibt es noch so viel Zeug zu machen. Und wie gesagt, wo ist eigentlich die Hexe? Das alles und noch viel mehr in der nächsten Folge von God of... Ja. So kommt was hinzufügen, der Laden. Hm? Wie gesagt, beim nächsten Mal gehe ich da rein, ne? Bis dahin, yay, Drache besiegt. Uhu, ich gehe jetzt erstmal eine Runde pennen. Nacht.